Wenn ich richtig informiert bin, kommen die beiden aus derselben Gegend wie die Blutschink, glaube ich. Und sie nennen sich die Zweierbeziehung. Bitte sehr. Grüß dich. Servus. Ist ein ungewöhnlicher Name, die Zweierbeziehung. Ist das als Outing zu sehen? Wir haben es uns lange überlegt, aber eigentlich nicht. Nein, das kommt von dem Lied von Reinhard Fendrich von Zweierbeziehung. Aha, also ist eher als Provokation gedacht. War es eigentlich nicht. Welche Art von Musik macht ihr beide? Wir machen Austropop, also eher in die Richtung Fendrich Ambros. Und ja, das ist genau das. Na, lassen wir uns überraschen mit dem Titel Die Zeit. Bitte sehr. Danke. Der Zeit durch meine Finger davon. Unaufhaltsam rennt der Sand der Zeit, weil die Zeit niemand aufhalten kann. Unaufhörlich fließt der Strom der Zeit und er reißt mich mit sich mit. Unaufhörlich fließt der Strom der Zeit, ganz egal ob ich will oder nicht. Sie kommt, sie geht und sie fährt viel zu oft. Für nix und niemand macht sie halt. Sie kommt, sie geht und sie fährt viel zu oft. Manchmal macht sie einen Reifer, manchmal einfach nur alt. Unaufhaltsam rennt der Sand der Zeit durch meine Finger davon. Unaufhaltsam rennt der Sand der Zeit, weil die Zeit man heute aufhalten kann. Sie kommt, sie geht und sie fährt viel zu oft. Für nix und niemand macht sie halt. Sie kommt, sie geht und sie fährt viel zu oft. Manchmal trabt sie an weiter, manchmal läuft sie davon. Wie lang ist es her, dass jung wir waren? Tage, Wochen, Jahre, lach und genieß an jedem Tag, weil die Uhr die tickt. Sie kommt, sie geht und sie fährt viel zu oft, für nix und niemand macht sie halt. Sie kommt, sie vergeht und sie fährt viel zu oft. Manchmal macht sie einen Reifer, manchmal einfach nur alt. Ja. Servus nochmal, servus nochmal. Ich möchte es noch ein bisschen relativieren. Natürlich gibt es viele Telefonnummern mit 0650, die ganz regulär sind. Das ist ja das Infame bei dieser Geschichte. Deshalb schauen Sie sich die Nummer an und wenn Sie es nicht kennen, Sie können aufmachen, kennen das nur, wenn es ein SMS ist und schauen, was dort steht. Nur nicht zurückschreiben und nicht zurückrufen. Wenn es aber jemand ist, den Sie kennen, dann ist es eine reguläre Nummer. Es ist infam, also die Telekom hat diese Information rausgegeben.
Wie lange? Erzählt mal ein bisschen was über euch. Wie lange gibt es euch? Wie hat das angefangen? Bitte. Bitte. Uns gibt es jetzt seit 8 Jahren. Mhm. Und angefangen hat es eigentlich so ganz vom Lagerfeuer auf. Also darum singen wir auch in diesem Dialekt. Wie Sie wissen, eigentlich im Lechtal spricht man einen anderen Dialekt. Aber wir fühlen uns einfach mit dieser Musik wohl. Wir haben das immer schon so aus dem Herzen raus und so gesungen. Und darum hat sich das so entwickelt. Der Tiroler hat es ja zum Hochdeutschen näher als der Wiener. Also zum Beispiel, wenn wir nehmen, der Ernstl Grissemann, der Reiher, alles Tiroler, Dietmar Schönherr. Irgendwo ist euer Dialekt näher dem Hochdeutschen, da geht es ein bisschen leichter. Während als Wiener kommt es nie zu. Das sieht so aus. Der Reinhard hat übrigens auch am Lagerfeuer, also die Strada del Sol hat er zuerst auch noch. Ja. Und wer von euch beiden schreibt denn die Lieder? Wir schreiben sie immer miteinander. Es kommt meistens einer mit der Idee, also und ausarbeiten tun wir es dann gemeinsam, also Text und Musik in Zusammenarbeit. Meistens. CD gibt's? Gibt's, ist ja. Die erste? Ja, Überleben, die ist seit Februar auf dem Markt. Zweierbeziehung Überleben oder was? Überleben, ja. Überleben, also. Wortspiel. Ja, das ist, ich bin. Danke, ich bin für jede Hilfe dankbar. Wie heißt die Krankheit, wo man alles vergisst? Okay, komm. Und eine Internetadresse nehme ich an, gibt es auch. Wenn ihr den Monitor ein bisschen hereindreht, kann ich es mitverfolgen. Und zwar www.zweierbeziehung.at. Ihr seid Wortspieler. Sind die Texte in euren Liedern auch so? Sehr, ja. Ja, seid's zwar. Wie nennt man denn das, wenn das so hintenrum denken? Möchte gern Philosophen. Na, komm. Querdenker. Komm, komm. Wer Philosoph ist oder nicht, entscheidet ja die Nachwelt. Also, aber Querdenker. Studium, irgendwas gemacht oder direkt zur Musik? Eigentlich nicht. Ein bisschen Gitarrenausbildung, ja. Und dann eher Learning by Doing. Vorher auf einem Berufsweg? Ja, ich bin gelernter Holz- und Steinbildhauer und bin aber dann eigentlich viel mehr. Die Musik hat mir immer viel mehr Spaß gemacht. Also Künstler durch und durch. Ja. Du denkst dann, man kann auch mit ganz wenig Geld leben, nicht? So, das hast du davor. Nein, eigentlich funktioniert das nicht. Und du? Ja, nein, ich bin nebenher habe ich noch einen richtigen Job. Das wäre? Ich bin selbstständig mit meinem Freund, haben wir ein Grafikstudio zusammen. Also er macht's grafische. Am PC macht man das alles ja, halt mittlerweile. Genau, nicht? Ja. Früher hat man ja da noch mit Messgeräten und so. Erlernt oder Autodidakt? Ich selber mache eigentlich die ganze Administration. Mein Kollege ist ein gelernter Grafiker. Ja. Und welche Aufträge? Sieht man das auf der Homepage vielleicht? Da gibt es einen Link drauf, ja. Ja, ja. Wenn ich Werbung machen darf, Web Tirol heißt die Firma. Ja, was ist schon passiert? Man kann sie nur rausschneiden. Nein, das tun wir nicht. Unsere Gäste sind uns lieb und wert. Dann nennen wir lieber ihre Firma, als dass wir ihnen Geld geben. Nun sag, Konzert demnächst irgendwo? Steht alles auf der Homepage, also der Terminkalender. Wieso weißt du das nicht? Ja, Künstler, Bildhauer, bist unterwegs mit genau. Weißt das du? Ja, laufend jetzt im Moment sind wir mehr im Westen unterwegs, aber wir kommen sicher im Herbst wieder in die Hauptstadt und Umgebung. Sind wir in unsere Hauptstadt, ja. Nicht in die Lechtal. Was ist von Lechtal? Elbigenalb. Elbigenalb. Das Dorf. Also, es war Spaß, wir haben uns wieder mal hineingelebt in die Sphäre der Tiroler, der Lechtaler. Mhm. Lechtaler. Die Blutschings sind auch aus dem Lechtal, das habe ich gar nicht gewusst. Sogar aus dem gleichen Ort. Dass sie ja. Tiroler sind, habe ich gewusst, aus dem gleichen Ort. Mhm. Aber eure Vorbilder waren eher so, wie haben sich die genannt? Pfeifkomponisten. Ne? Pfeifkomponisten? Naja, weil sie haben ihre Lieder vorgespielt und irgendjemand wie Kolonowitz oder so hat das dann arrangiert und aufgeschrieben. Und dann hat es noch was geklungen. Das hat schon vorher noch was geklungen, nur dann wurde es festgehalten. Jetzt lasst uns doch lieb sein zu allen Freunden. Wir wünschen euch viel Erfolg weiterhin. Danke, dass ihr zu Besuch wart. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal dann hier. Gell? Servus. Vierte. Danke. Vierte. Danke.